Was fasziniert uns an ihm? Was hat ihn zu der Person gemacht, die er heute ist? Was bewegt Menschen dazu, ihn zu hassen, ihn zu besuchen? Metal-Leute und willkommen. Dies ist die Geschichte des Drachenlord. Am 8. Dezember löschte Rainer seinen alten Let's Play-Kanal aufgrund eines Strikes und erstellte Drachen-LP. Dieser sollte jedoch stets weitaus weniger Aufmerksamkeit als sein Hauptkanal erhalten. Am 9. Dezember erschien Vlog des Drachen Nummer 32, Drachen-LP. Darin bewirbt er seinen neuen Let's Play-Kanal und kündigt ein Interview mit Radio Wacken für nächsten Dienstag an. Am 10. Dezember in Vlog des Drachen Nummer 33 von Förderungen auf YouTube kündigt Rainer für den Nachmittag die Ausstrahlung seines Interviews an, weiß allerdings nicht die Uhrzeit. Dann stellt er seine Webseite vor und erklärt, das Angebot für eine YouTube-Förderung in Form von finanzieller Unterstützung auszuschlagen. Bei dieser angeblichen Förderung handelt es sich selbstverständlich um einen Trollversuch. Am 11. Dezember erschien das Video Drachenlord Folge 3 Drachenlord und die Zombie-Apokalypse, in dem er mit Spielzeug, Pistole und Schwert CGI-Zombies bekämpft. Am 14. Dezember erschien das Video Vlog des Drachen Nummer 36 Trolle am Arsch. Darin erzählt er, wie er herausgefunden hat, dass es sich bei der Förderung um eine Aktion der Trolle handelt und kündigt für Montag eine fette dicke Anzeige an. Er geht davon aus, die Trolle bald zu besiegen, und die Freude steht ihm ins Gesicht geschrieben. Am selben Tag erschien auch Vlog des Drachen Nummer 35 überraschende E-Mail, in dem er berichtet, dass sich die Förderung als Trollversuch entpuppt hat. Er geht darauf ein, dass er Videos von Hatern erhalten hatte, wie diese auf Fotos seiner Bekannten und Familienmitglieder onanieren. Er behauptet, obwohl ihn dies früher gestört hätte, wäre es ihm mittlerweile egal. Rainer hatte mittlerweile den Troll mit dem Alias Dr. Vogel ausfindig gemacht, der ursprünglich die Idee zur angeblichen Förderung hatte, und bombardierte diesen nun mit seitenlangen E-Mails. Darin versprach er großmütig, keine Anzeige zu erstatten, wenn sich der Troll nur bei ihm entschuldigte. Am 15. Dezember lud Rainer das Video Vlog des Drachen Nummer 37, vorerst letzter Vlog, hoch. Darin kündigt er an, die Nacht durchzumachen, um sich am nächsten Tag am Morgen gleich eine Weihnachtsmütze zu kaufen. Am selben Tag erschien Weihnachtsspecial 1 von 4 Top 10 Weihnachtslieder. Darin lehnte ein Geschenk von Dr. Vogel, welches ihm dieser als Entschuldigung für den Trollversuch angeboten hatte, harsch ab. In den nächsten drei Teilen des Weihnachtsspecials konnte Rainer sich jede Erwähnung der Hater verkneifen. Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, stießen die Videos hauptsächlich auf negative Resonanz. Am 20. Dezember behauptete ein User auf Lachschuhen in Altschauerberg gewesen zu sein, Rainers Haus von außen gesehen zu haben und berichtet über den trostlosen, verwahrlosten Zustand der Schanze. Zur Erinnerung, Rainer hatte seine Adresse bereits im Februar veröffentlicht. Am 24. Dezember lud Rainer dann das Video Vlog des Drachen Nummer 38 Hashtag Freiheit hoch. Darin äußert er sich dazu, dass der YouTuber Unge seine Kanäle löscht. Rainer zeigt sich betroffen und untermalt das ganze Video mit trauriger Musik. Am 29. Dezember erreichte Rainers Postfach ein Paket von einem Unbekannten, gefüllt mit Fäkalien. Rainer zeigte sich dementsprechend entsetzt und kündigte an, zur Polizei zu gehen. Am 31. Dezember erschien dann Drachenlords Jahresrückblick 2014. Ich hoffe, es war richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich beschweren sich zu allen Kommentaren, es war falsch ausgesprochen. Ja, gut. Ich kann halt nicht immer alles perfekt aussprechen. Ich bin kein Professor. So. Und ich sehe schon wieder irgendwo bei den Trollen, kommt vielleicht wieder so ein Ding, ne? Macht ihr wieder eure billigen kleinen Kinderspielchen mit diesem Meme-Bilde. Ja und? Warum macht ihr sowas eigentlich? Weil ich geil bin und weil ihr neidisch drauf seid. Einer von Rainers Neujahrsvorsätzen ist es, die Hater zu ignorieren.
Er geht davon aus, dass ca. 300 von seinen in etwa 2300 Abonnenten Hater sind. Dementsprechend nimmt er fälschlicherweise an, dass nur 13% seines Publikums Hater seien. Ich erwähne euch! Wow! Ich bin auf dem Schritt zwischen 2000 und 3000 Abonnenten. Was bringt euch das, wenn ich euch erwähne? Ihr habt keinen YouTube-Kanal, ihr habt nicht die Eier, euch vor die Kamera zu stellen, so wie ich, und Videos zu machen. Ihr seid zu feige, euch mit eurem richtigen, realen Namen irgendwo zu melden. Und so entstehen diese ganzen Berns, Schnappis, Lachschon, Kasper, generell allgemein, Crouchon, Lachschon und hast du nicht gesehen. Was habt ihr davon, abgesehen davon, dass meine Zuschauer immer mehr werden? Ja, gut, vielleicht sind mehr Trolle dabei, als ich jetzt berechnet habe oder als ich jetzt davon ausgehe. Aber was bringt euch das? Damit unterstützt ihr mich und nicht euch. Die letzten 10 Minuten des Videos sind als Wutausbruch zu charakterisieren. Am 3. Jänner 2015 erschien Rock des Drachen Nummer 40, ein neuer Anfang. Selbst die paar Tage Entzug von YouTube haben Rainer gut getan. Er ist offensichtlich besser gelaunt als noch beim Jahresrückblick. Er verlautbart, dass das Interview mit Radio Z aufgrund der Hater abgesagt wurde. Anschließend behauptet er, seit dem gestrigen Abend in der Disco eine Blase an der Lippe zu haben und kündigt erneut die Löschung seiner Facebook-Seite an. Am 5. Jänner erschien Vlog des Drachen Nummer 41 2015 Was ist, was sein wird und was war. Darin erklärt er, sein Facebook nun gelöscht zu haben und zeigt sich empört, dass Facebook Hater-Seiten nicht sperrt. Er behauptet, vorhin gerade in der Arbeit gewesen zu sein. Am 7. Jänner lud Rainer das Video Vlog des Drachen Nummer 42 2015 und direkt Grieselkrätze, Mist, hoch. Darin berichtet er, an der Grieselkrätze erkrankt zu sein. Dies ist jedoch eine rein fiktive Krankheit aus dem Harry Potter Universum. Rainer behauptet aber sonst so gut wie nie krank zu sein. Dann erzählt er, wie bei ihm der normale Tagesablauf aussieht, inklusive Arbeit und Meetings. 2 Tage die Woche, so berichtet er, macht er Büro, Finanzmanagement und Steuern. Am 9. Jänner streamte Rainer dann, trotz angeblicher Krankheit, auf Twitch und prahlte mit seiner körperlichen Stärke und Fitness. Am 10. Jänner behauptete Rainer, Hater vor seiner Haustür verprügelt zu haben. Am selben Tag versuchte er sich bei größeren YouTubern auf Twitter anzubiedern und fuhr nach Geiselwind zu einem Sabaton-Konzert. Angeblich trug er dort sein eigenes Drachenlord-T-Shirt. Dementsprechend erschien am 11. Jänner das Video Vlog des Drachen Nummer 43 gestern Sabaton geil. Darin berichtet er, auf dem Konzert Autogrammkarten verteilt zu haben. Am 15. Jänner erschien das Video Vlog des Drachen Nummer 44 YouNow. Rainer erklärt, noch immer krank zu sein und hört sich diesmal auch wirklich verschnupft an. Auch erzählt er, kein Zeitgefühl zu haben, wenn er krank sei, und er hält seine Zuseher dazu an, mit ihren Daten im Internet vorsichtig zu sein. Leute, ihr müsst auf eure Daten im Internet besser aufpassen. Ich weiß, ich bin nicht das beste Beispiel dafür, das liegt bei mir allerdings daran, ich bin 25 und ich weiß, wie ich mit meinen Daten umgehen muss. Auch kündigte Rainer wieder einmal an, Lachschon anzuzeigen. Am 16. Jänner erschien das Video Drachenlord Spezial. Darin berichtet er, ernst erkrankt zu sein und er vermutet, es könnte sich um eine Mandelentzündung handeln. Anschließend präsentiert er Aufnahmen von sich im Wald, die aber, wie von der Haarfarbe zu schließen ist, vermutlich schon älter sind. Am selben Tag erschien auch Vlog des Drachen Nummer 45, einfach mal Danke. Darin bedankt er sich für die zahlreichen Abonnenten und kündigt an, in Zukunft keine Ankündigungen mehr zu machen. Auch rät er anderen YouTubern, niemals etwas anzukündigen. Am 21. Jänner erschien TOM Time of Metal Nummer 4, Band Astral Doors Album Notes from the Shadows. In dem Video erklärt er unter anderem seinen Künstlernamen. Drachenlord soll implizieren, dass er den Drachen diene und diese beschütze, nicht, dass er sich anmaße, der Herr der Drachen zu sein. Auch kündigt er eine neue Challenge an. Seine Fans sollen ihm ein Foto schicken, in dem sie ihr Lieblingsalbum hochhalten. Am 23. Jänner tweetete Rainer, soeben beim Zahnarzt gewesen zu sein.
Am 26. Jänner lud Rainer das Video Vlog des Drachen Nummer 46 passt schon hoch, das damit beginnt, dass er bei Regen mit dem Schwert im Wald steht. Angeblich gab es die letzte Woche deswegen kaum Videos, da Rainer viel arbeiten musste. Er verlautbart, das Buch Das letzte Einhorn endlich fertig gelesen zu haben. Am 27. Jänner erschien Blödsinns Vlog Nummer 6 der Werbeclip von DL. Zu Beginn des Videos trägt er seinen Arbeitspulli. Metal-Leute, servus und herzlich willkommen. Ups, mir ist gar nicht aufgefallen, dass ich heute meinen Arbeitspulli anhab. Das ist besser, schwarz. Entschuldigung, wie auch immer. Gegen Ende des Videos präsentiert er noch einen Werbeclip für seinen Kanal. Abends streamte Rainer wieder auf Twitch und belustigte dort seine Zuseher mit unqualifizierten Äußerungen. Unter anderem soll Rainer behauptet haben, dass Laptops keine Grafikkarte haben, er aufgehört habe fernzusehen, als Dragon Ball abgesetzt wurde und dass Mittwoch sein Pyrotag sei. Am 28. Jänner erschien das Video Drachenlord Folge 4 Drachenlord der Fels. Darin geht Rainer auf Kommentare ein. Ein Abonnent schlägt ihm vor, mittels einer Umfrage zu ermitteln, wie viel Prozent seiner Zuseher nun Trolle oder echte Fans seien. Auch spricht er sich erneut gegen Trolle aus. Getrollt wird nicht, wer trollt, fliegt. Einfacher können die Regeln nicht sein. Wer sich nicht dran hält, hat Pech gehabt. Und ich verstehe nicht, was daran so schwer ist. Anscheinend machte Rainer sich damals noch Hoffnungen, eines Tages mit Master Jam gemeinsam ein Video zu machen. Bei einer Umfrage, die Rainer auf seiner Webseite erstellt hatte, um herauszufinden, ob seine Zuseher zum Großteil Hater oder echte Fans seien, wurde erst hauptsächlich für Hater abgestimmt. Am 31. Jänner jedoch schossen die Antworten für Fan aufgrund eines Bots in die Höhe. Am selben Tag äußerte sich Rainer in dem Video Vlog des Drachen Nummer 48 traurige Wahrheiten darüber. Er gesteht ein, dass die Umfrage manipuliert wurde, behauptet aber, dass das eigentlich nicht möglich hätte sein sollen. Auch erzählt er, nach dem letzten Summer Breeze darüber nachgedacht zu haben, aufzuhören, da ihn die viele Aufmerksamkeit erschreckt hatte. Er verlautbart jedoch, sicher nicht aufzuhören. Am 4. Februar erschien das Video Drachenlord Challenge Folge 1, eure Lieblingsalben. Darin präsentiert er die Teilnehmer seiner letzten Challenge. Dabei schafft er es, fast alle Bandnamen und Alben falsch auszusprechen. Unter anderem scheint er L'Enfant Sauvage, Tresenlied und Terrorgruppe für englische Wörter zu halten und spricht sie dementsprechend aus. Auch gibt Rainer zu, Tokyo Hotel zu hören und mehrere Alben der Band zu besitzen. Auch rät Rainer allen Männern, ihre Freundin nicht zu betrügen und bezeichnet sich selbst als Bad Boy. Lasst sowas, ja? Betrügt eure Freundin nicht. Andere Menschen haben überhaupt keine Freundin. Und deswegen Leuten wie euch. Die Gewinner erhielten letzten Endes ein Drachenlord-Poster. Am 5. Februar lud Rainer das Video Vlog des Drachen Nummer 49 neu oder doch alt hoch. Darin kündigt er ein neues Format an, in dem er über seine intimsten Gedanken spricht. Am 6. Februar erschien das Video Hashtag Frag Drache Nummer 4 Drachen essen Müsli, in welchem er offenbart, dass sein Lieblingsrapper Eminem ist und er auch ein Album von diesem besitzt. Auch behauptet er, früher viel Kampfsport gemacht zu haben. Am selben Tag erschien auch Vlog des Drachen Nummer 50 Eiskalt. Darin kündigt er an, Leute, die Videos liken, die sich über ihn lustig machen, zu blocken. Das Video ist ein Wutanfall und damit perfektes Futter für die Trolle. An diesem Tag erschien auch das Videospiel Drache Isolation von dem Lachschon-User Seiler Spekulatius. Auf Twitter versuchte Rainer sich neuerdings wieder bei Unge anzubiedern. Am 8. Februar erschien Rainers Ecke Folge 1 Gefühle. Darin erzählt Rainer ein Shirt mit dem Spruch Ihr lacht, weil ich anders bin, ich lache, weil ihr alle gleich seid, gesehen zu haben und er erklärt, dass dies seine Existenz gut widerspiegle. Er behauptet, Menschen sollten sich am Sozialverhalten von Elefanten orientieren. Er redet wieder darüber, wie seltsam, sprich einzigartig er ist und erzählt, in der Schule keine Freunde gehabt zu haben. Er erwähnt, mehrmals Selbstmord in Erwägung gezogen zu haben. Auch spricht er an, wie schwierig die Zeit nach dem Tod seines Vaters war
und dass er damals Depressionen hatte. Doch halfen ihm damals seine Freunde durch die schwere Zeit. In den Kommentaren des Videos reagierte Rainer jedoch unfreundlich und mit Überheblichkeit auf gut gemeinte Ratschläge. Am selben Tag erschien Vlog des Drachen Nummer 51, Gepopst und alle tot, in dem er behauptet, stark an seinen Videos und seinen Projekten zu arbeiten. In dem Video trägt er ein Dragonforce-Shirt, das ihm jedoch zu klein ist, und er gibt zu, dass die leere Pizzaschachtel hinter ihm dort schon seit Wochen liegt. Am 9. Februar lud Rainer das Video Blödsinnsvlog Nummer 7, peinliche und alte Bilder hoch. Darin präsentiert er alte Fotos von sich und versucht, Selbstreflexion zu beweisen, als er diese kommentiert. Am 10. Februar erschien Vlog des Drachen Nummer 52, Level Up. In dem Video verlautbart er, gerne einige seiner Fans für ein Abonnentenspecial zu sich nach Hause einzuladen. Am 11. Februar lud Rainer das Video Vlog des Drachen Nummer 53, kurz was Wichtiges hoch. Darin beschwert er sich darüber, dass ihm ein angeblicher Fan 3000 Abonnenten auf YouTube gekauft hat. An diesem Tag schnitt sich Rainer auch die Haare kurz. Daraufhin erschien am nächsten Tag Vlog des Drachen Nummer 54, gnadenlos kurze Haare. Darin kündigt er auch an, falls ihm jemand noch einmal Abonnenten kaufen sollte, dann würde er vermutlich seinen Kanal löschen. Am 14. Februar erschien das Video Hashtag FragDrache Nummer 5 Next One, in dem er erzählt, gestern Hamsterfutter und eine Pflanze von Fans geschenkt bekommen zu haben. Auch berichtet er, nie bei der Bundeswehr gewesen zu sein, da er aufgrund seiner Füße für untauglich befunden wurde. Überraschend progressiv behauptet Rainer, Prostitution wäre für ihn ein ganz normaler Beruf, wie jeder andere auch. Am 15. Februar erschien Vlog des Drachen Nummer 55, eine normale Woche. Darin bedankt er sich erneut für das Hamsterfutter und den Drachenbaum. Auch erklärt er, dass einer seiner Hamster gestorben ist. Am 16. Februar lud Rainer 4 Videos hoch. In Let's Info 1 erklärt er dem YouTuber Drache Nerv den Krieg. Dieser produzierte schon seit einiger Zeit Videos, in denen er sich über Rainer lustig macht. Rainer kündigt an, als Rache die Videos von Drache Nervt auf seinem Kanal hochzuladen. In Rainers Ecke Folge 2 Glaube behauptet er, nicht religiös zu sein und seinen eigenen Glauben zu haben. Dann redet er über die goldene Regel, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, die er zu seinem persönlichen Motto erklärt. Anschließend kommt er über Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Landstraßen zu sprechen. Dann beschwert er sich über die Hater, behauptet, Freunde hätten ihm geraten, seine Tätigkeiten auf YouTube zu beenden und beginnt, über Klone und Chaostheorie zu reden. Dann erzählt er, dass seine Mutter, als Rainer noch sehr klein war, seinen Vater fast verlassen hätte, aber sich im letzten Moment noch umentschieden hat. Auch behauptet er, mit 14 eine Fernbeziehung mit einem Mädchen gehabt zu haben. Im Vlog des Drachen Nummer 56, Wichstücher, präsentiert er die Klopapierrolle, die normalerweise auf seinem Schreibtisch steht, und behauptet, diese für Masturbation zu benutzen. Dann erklärt er, es in Erwägung zu ziehen, in Zukunft auf Parodievideos der Hater zu reagieren. Am 18. Februar lud Rainer dann das Video Drachenlord Folge 5, meine Drachenherren, hoch, indem er hibbelig und überdreht auf Kommentare eingeht. Am darauffolgenden Tag erschien das Video Vlog des Drachen Nummer 57, Haterweitwurf, in dem er ankündigt, sich mit Drache Nervt in Skype zu besprechen. Auch hatte Rainer an diesem Tag einen Wutanfall auf Twitter. Darin beleidigt er Leute aufs Gröbste. Der YouTuber Drache Nervt hatte sich mittlerweile einsichtig gezeigt und Frieden mit dem Drachenlord geschlossen. Drache Nervt veröffentlichte ein Video, in dem eine Frau sich als Drache Nervt ausgibt und sich bei Rainer entschuldigt. Daraufhin lud Rainer das Video Vlog des Drachen Nummer 58 hoch. Darin erklärt er, dass er sich mit Drache Nervt ausgesprochen hat und sie eingewilligt hat, ein letztes Video hochzuladen und dann den Kanal und alle Videos zu löschen. Dann gibt er zu, dass sein Twitter nicht gehackt wurde, wie er ursprünglich angedeutet hatte. Er bestätigt, für alle Tweets verantwortlich zu sein und entschuldigt sich dafür. Er behauptet, die Tweets seien aufgrund Schlaflosigkeit und eines Nervenzusammenbruchs entstanden.
An diesem Tag erschien auch ein Video von Drache nervt. Wie erwartet, war die Läuterung nur vorgespielt und Rainer war darauf reingefallen. Auch handelte es sich bei der Frau in dem Entschuldigungsvideo nicht um Drache nervt, sondern um eine befreundete Schauspielstudentin. Rainer tweetete daraufhin und kündigte ein weiteres Video an. Dieses erschien in Form von Drachenlord, die Wahrheit, der letzte Vlog. Darin behauptet er, da er immer noch annimmt, dass es sich bei Drache nervt um eine Frau handelt, dass er sein ganzes Leben schon Probleme mit Frauen hatte und von diesen schlecht behandelt wurde. Er wirft Drache nervt vor, keinen Bezug zur Realität zu haben. Daraufhin behauptet Rainer, eine Arbeit zu haben, aber er gibt zu, nicht selbstständig zu sein. Er sagt, wegen einer besonderen Frau mit den Lügen aufzuräumen. Er kündigt an, seine Vlogs einzustellen, aber ansonsten weiterhin Videos zu machen. Jedoch wurde anscheinend die reale Identität von Drache nervt und seinen Mithelfern von CrowdChan gefunden. Daraufhin verschwand Drache nervt von der Bildfläche. Im Krieg zwischen Drachenlord und Drache nervt fiel Rainer auf alle Täuschungen von Drache nervt rein, wurde jedoch relativ unspektakulär vorgeführt. Daraufhin fokussierten andere Hater ihre Wut auf Drache nervt, sodass dieser gezwungen war, sich aus dem Drachengame zurückzuziehen. Somit hatte Rainer zwar alle Schlachten verloren, aber den Krieg dennoch gewonnen und wähnte sich weiterhin unbesiegt.